So Leute, was geht ab? Willkommen zurück, sagen wir wieder von PokéTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar habe ich für die Schwitzer und die XP-Gammler richtig viele Aufgaben am Start. Und zwar gibt es ja Stempelkarten und man kann ja aktuell 55 Stempelkarten entdecken und habe aktuell auch schon 31 Stempelkarten gefunden innerhalb von einem Tag schon von der Season. Und es gibt ja noch 24, die ich noch finden müsste und habe sogar alle gefunden, wie sie alle heißen. Und werde euch mal eben hier alle vorlesen, wie sie heißen. Dann könnt ihr in aller Ruhe die Aufgaben machen und eure XP-Punkte schön aufstocken, um schnell zu leveln. Ich würde sagen, wir fangen auch schon mit der ersten Stempelkarte an. Und wenn ein paar Fragen sind, immer gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ich bin für euch da, ihr wisst Bescheid. Die erste heißt einmal, eine Vorratslieferung vom Himmel geholt. Eine Waffe umgerüstet. Beim Busfahrer bedankt. Einen Gegenstand geworfen. Waffen aufgerüstet. Rüste Waffen zu verschiedenen Häufigkeitsgraden auf. Sofort Gegenstände benutzt. Einen Strudel benutzt. Von einer Sentinel-Hand hochgeschleudert worden. Wöchentliche Herausforderungen abgeschlossen. Getanzt, während du eine Seilrutsche im Sturm benutzt hast. Matches in verschiedenen Modis gewonnen. Ein Match mit einem Freund gewonnen. Eliminierungsserien errungen. Verschiedene Experten-Ehrungen. Verschiedene Erster im Match-Ehrungen. In Season 4 verdiente Vermächtnisse. Fische gefangen. Blaue EP-Münzen gesammelt. Goldene EP-Münzen gesammelt. Grüne EP-Münzen gesammelt. Violette EP-Münzen gesammelt. Gegnern Schaden zugefügt. Schaden mit Dr. Dooms Kräften zugefügt. Stark Industrievorratsdrohnen zerstört. Bäume zerstört. Passagier gefahrene Meter. Spieler eliminiert. Eliminierungen mit Sturmgewehr. Eliminierungen mit verschiedenen Waffentypen. Eliminierungen mit Explosionswaffen. Gegnern aus über 150 Meter Entfernung eliminiert. Einen Spieler mit einer Feuerfalle eliminiert. Doom Handlanger eliminiert. Stark Roboter eliminiert. Handlanger eliminiert. Marodeure eliminiert. Einen Gegner mit einer Spitzhacke eliminiert. Eliminierungen mit Pistole. Einen Gegner mit einem Beutehai eliminiert. Eliminierungen mit Schrotflinte. Eliminierungen mit Maschinenpistole. Eliminierungen mit Scharfschützengewehr. Einen Spieler mit einem stark Industrie-Energiegewehr eliminiert. Angelstellen genutzt. Baumaterialien abgebaut. Schaden mit Groots Dornenschild abgefangen. Meta mit Silver Server Sport zurückgelegt. Gleichzeitig je 999 von jedem Baumaterial besessen. Kurzherausforderung abgeschlossen. Unter den letzten 10 Stempelkarten vervollständigt. Genutzte Stempelkartenfelder. Teammitglieder neu gestartet. Teammitglieder wiederbelebt, einen Fahrer eliminiert, während du als Passagier im selben Fahrzeug warst, Bordhai Wasserski gefahren, Munitionskisten durchsucht, Truhen durchsucht, Superkrafttruhen durchsucht, Vorratslamas durchsucht, seltene Truhen durchsucht, Vorratslieferungen durchsucht, Verhörungen, Season Level 100 erreicht
Und das sind alle Stempelkarten gewesen, also alle 55 Stempelkarten, die ihr freischalten könnt, habe ich hier eben kurz mal für euch vorgelesen. Und falls ihr von einem nicht wisst, wie das geht, schreibt mal gerne in die Kommentare rein und hilft euch gegenseitig hier in den Kommentaren, Leute, wie was funktioniert. Ich würde mich natürlich sehr freuen darüber, Leute. Und falls ich euch zeigen konnte und helfen konnte, wie alle Stempelkarten heißen, lasst da gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Ich würde mich wirklich sehr freuen, Leute. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer PokéTV. Peace out.